Die Idee von einem Spiel brauchte viele Köpfe bei uns, intern, aber auch extern. Wir wollten ja ein Spiel machen, das in einem Verkaufsprodukt, wie man es im Laden kennt und erwartet, eigentlich nichts nachsteht. Da sind wir lange auf der Suche gewesen, wollten etwas Emotionales, etwas Immersives machen und sind dann so auf die Idee gekommen, lass uns ein richtig gutes Brettspiel machen dazu. Der Gedanke des Spiels zielt darauf ab, die Leute in einem komplexen Umfeld spielen zu lassen und dabei zu lernen, dass komplexe Aufgabenstellungen besser in der Zusammenarbeit lösbar sind als alleine. Die erste Überraschung, und das dauert auch ein paar Minuten, ein paar Züge, bis die Leute das begreifen, wir spielen hier gemeinsam. Es ist wichtig, dass ich meine Informationen teile miteinander, dass ich Ratschläge gebe, aber dass ich vielleicht auch mal still bin, bewusst, um jemand anderen zu sprechen lassen. Die Mitarbeitenden sind am Anfang sehr vorsichtig, neugierig und haben aber immer eigentlich so die Kontrollmechanismen angestellt. Je länger das Spiel dauert, umso mutiger werden sie, umso mehr Spaß macht das. Die Leute zeigen Emotionen und sind voll bei der Sache. Also Reibung gibt es im Spiel automatisch, das fängt schon zu Beginn an. Es wird Leute geben, die die Regeln und den Ablauf schneller verstehen als andere. Das führt natürlich zu Reibung im Team drin. Und das ist auch genau der Charme des Spiels, also aus dieser Anfangsunruhe dann irgendwie gemeinsam dann auf den Weg zu gehen und eben das Spiel zu lösen, bis es dann zum ersten High-Five-Moment kommt. Und das ist das, was das Spiel auszeichnet. Emotionen von außerordentlicher Freude. Da wird geschrien, da wird gejubelt, da wird geklatscht, aber auch Emotionen der totalen Frustriertheit, weil sie nicht erfolgreich waren in der Umsetzung der Ereignisse. Dann möchten die Leute in aller Regel nochmal spielen und zeigen, dass sie es trotzdem können. Also es treibt die Leute dazu an, erfolgreich sein zu wollen.